Das Great Barrier Reef in Australien wurde vor 40 Jahren durch die UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Nun will die UN-Kulturorganisation wegen des dramatischen Korallensterbens den Weltnaturerbestatus herabstufen, zum Ärger der australischen Regierung. This decision was flawed. Die Entscheidung war falsch, es steckt eindeutig Politik dahinter. Politik, die einen ordnungsgemäßen Prozess untergraben hat. Und dass das Welterbekomitee die Aufnahme in diese Liste nicht vorher angedeutet hat, ist erschreckend. Eine Einstufung als gefährdetes Welterbe der UNESCO gilt nicht als Sanktion. In seinem jüngst veröffentlichten Bericht hatte das Welterbekomitee sich zutiefst besorgt über den Zustand des Great Barrier Reefs gezeigt. Die langfristigen Aussichten des Ökosystems im Riff hätten sich von schlecht zu sehr schlecht entwickelt. Auch viele Experten teilen diese Meinung. Insgesamt sind die Korallenriffe bedroht, in Australien und weltweit. Im Weltnaturerbe und anderen wichtigen Gebieten sind diese Riffe unter Stress. Unser Great Barrier Reef hat in den letzten 5 Jahren 3 Massenbleicheereignisse erlebt, die mehr als die Hälfte der Korallen am Riff getötet haben. Und wir hatten zig Warnungen von globalen Gremien, von australischen Wissenschaftlern über die Realität, die darin besteht, dass es keine Zukunft für das Riff gibt, wenn wir unsere Emissionen nicht schnell reduzieren und die Produktion und Verbrennung von Kohle, Öl und Gas beenden können. Also sollte es überhaupt keine Überraschung sein. Die UNESCO hatte das mehr als 2000 Kilometer lange Korallenriff 1981 zum Weltnaturerbe erklärt. Das Gebiet besteht aus tausenden einzelnen Riffen und beherbergt eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Doch der Klimawandel und die damit einhergehende Erwärmung der Meere führen zu einem Absterben der Korallen.